Hannover hat am vergangenen Mittwoch ein hochmodernes Demenzkompetenzzentrum seine Pforten eröffnet. Mit Investitionskosten von 16 Millionen Euro und 102 verfügbaren Betten ist die neue Einrichtung auf die spezifischen Bedürfnisse von Menschen mit Demenz zugeschnitten worden. Das Zentrum setzt auf ein ganzheitliches Pflege- und Betreuungskonzept, das den Erkrankten ein möglichst selbstbestimmtes und würdevolles Leben ermöglichen sollte. Heute hier, große Eröffnung in St. Barbara. Wie sind Sie auf diesen Standort gekommen? Ja, der Standort hat mehrerlei Gründe. Wir haben ja vor gut 3 Jahren 2 Standorte in der Nähe übernommen mit alten Liegenschaften, die baufällig waren. Und wo wir gesagt haben, das ist für die Versorgung von Menschen, vor allem Menschen mit Demenz, nicht zumutbar und haben dann den Entschluss gefasst, einen Neubau zu errichten und haben dann eben in Einvernehmen, vor allem mit der Unterstützung vom Bürgermeister, diesen Standort gefunden und hier das Projekt mal wieder Demenzschapark zur Umsetzung gebracht. Was unterscheidet uns von einem Pflegeheim? Wir sehen uns ja nicht als Pflegeheim, sondern wirklich als Spezialeinrichtung. Wir haben einerseits ist es die Architektur. Das heißt, wir bauen sehr großzügig, wir haben sehr viel Fläche zur Verfügung für die Menschen, sowohl innen als auch außen mit großzügigen Gartenflächen. Spezielle Ausbildungen von den Mitarbeitern. Wir haben vor der Eröffnung auch schon mit der Schulung von den Mitarbeitern begonnen. Wir werden hier eine Pflegeoase betreiben, die vor allem Menschen im palliativen Bereich unterstützen wird. Wir haben eine Tag-Nacht-Station im Angebot, eine Ordination mit Arzt vor Ort. Also viele, viele einzelne Bausteine, die dieses Projekt so einzigartig machen. Eine besondere Frage ist natürlich, wie schaut es mit dem Personal aus? Wir wissen ja, dass hier in der Umgebung einfach mehrere Altenheime sind, die Probleme haben mit der Belegung der Betten, weil es kein Personal gibt. Wie läuft es da bei Ihnen? Ja, das Personalthema ist, denke ich, generell ein Thema für die Zukunft in der Pflege, das uns beschäftigen wird. Wir sind aber sehr froh und positiv gestimmt, weil wir hier schon mit einem sehr guten und starken Stammpersonal starten können. So wie ich es vorher gesagt habe, wir haben auch bereits mit Schulungen begonnen, mit rund 20 Mitarbeitern im Bereich der Pflege. Es kommen über die Sommermonate noch weitere Mitarbeiter hinzu, sodass wir guter Dinge sind, auch dass wir auch relativ rasch mit der Bettenbelegung voranschreiten können. Die Räumlichkeiten sind speziell für Demenzkranke konzipiert, mit übersichtlicher Gestaltung, orientierungsfördernden Farbkonzepten und viel Tageslicht. Neben Einzel- und Doppelzimmern gibt es Aufenthaltsräume, eine Cafeteria sowie Beschäftigungs- und Therapieangebote. Die Eröffnung markierte einen bedeutenden Meilenstein in der regionalen Gesundheitsversorgung und ist ein Zeichen für die fortschreitende Entwicklung im Bereich der Demenzpflege. Heute ein großer Tag für die Gemeinde St. Barbara, Eröffnung des Mawiederheimes. Ja, heute ist ein historischer Tag und ein Freudentag für St. Barbara, weil das erste Demenzzentrum in der Steiermark bei uns eröffnet wird, in St. Barbara und das zweite österreichsweit, was wieder eine enorme Aufwertung für die Gemeinde ist, für die Region ist, um einfach speziell für demenzkranke Menschen da zu sein. Wie war die Zusammenarbeit mit der Mawiedergruppe während der Errichtung? Es war eine Bauzeit von ungefähr einem Jahr. Also die Zusammenarbeit war sehr gut mit der Mawiedergruppe. Wir haben vorher schon viele Gespräche geführt, bis wir überhaupt zum Standort gekommen sind. Und während der Bauphase, das eine Jahr, hat man sehr gut zusammengearbeitet und darf man einfach gratulieren, dass man in einem Jahr so ein Gebäude herstellen kann und da pünktlichst fertig wird. Herr Landesrat, heute ein würdiger Moment hier in St. Barbara, Eröffnung des Mawiederheimes. Wie wichtig ist das für Sie als Gesundheitslandesrat? Ja, das ist natürlich besonders wichtig. Es gibt ein schönes Sprichwort, das sagt, den Wert einer Gesellschaft erkennt man daran, wie sie mit ihren jüngsten und ihren älteren Mitmenschen umgeht. Und hier ist heute eine feierliche Eröffnung eines wirklich tollen Hauses, wo es vor allem um die Betreuung von demenzkranken älteren Menschen geht. Und das freut mich natürlich, dass wir hier einen Schritt auch weitergekommen sind in der Betreuung demenzkranker Menschen. Ich wünsche allen, die hier arbeiten, alles, alles Gute, vor allem aber den Bewohnerinnen und Bewohnern, dass sie hier schöne Stunden und Tage erleben dürfen. Sind schon die Worte heute gefallen bei der Ansprache? Nicht nur immer in Graz, sondern auch in der gesamten Steiermark ist es wichtig, Gesundheitszentren zu haben.
Ja, da rennen Sie bei mir wirklich offene Türen ein. Ich habe immer schon gesagt, wir sind ein Land, eine Steiermark und ich will eine Gesundheitsversorgung und eine Pflegeversorgung. Und das darf keinen Unterschied machen, ob jetzt jemand in Mureck wohnt oder in St. Barbara im Mürztal. Alle Steirerinnen und Steirer verdienen und brauchen dieselbe Versorgung und daran arbeite ich sehr hart jeden Tag und da werde ich auch weiterhin gern mein Bestes geben. Wie wichtig ist es für Sie als Abgeordnete hier in St. Barbara, dieses Heim mitöffnen zu können? Ja, es ist ein großartiges Erlebnis. Ich war vor einem Jahr da beim Spatenstich. Traumhaftes Wetter, kein Haus. Jetzt ein traumhaftes Haus. Ein Hereinkommen, Wohlfühlen für jedermann. Das ist wie ein Hotel. Und ich glaube, so soll man mit unseren Mitbürgern umgehen, dass sie ein Zuhause haben, das offen ist, das freundlich ist, wo sich auch die Mitarbeiter wohlfühlen können. So findet man dann auch Mitarbeiter, die sich wohlfühlen. Und ich glaube, das ist es um und auf, wie wir mit unserer Umgebung und unseren Menschen umgehen sollen. Wir in unserem schönen Mürztal, in meinem Bezirk Bruckmürzzuschlag, haben uns das verdient, dass wir gut aufgehoben sind. Und wir wissen, Demenz ist ein wichtiges Thema und damit sind wir gut gerüstet. Die Eröffnung markierte einen bedeutenden Meilenstein in der regionalen Gesundheitsversorgung und ist ein Zeichen für die fortschreitende Entwicklung im Bereich der Demenzpflege.